Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion DJ Tools. Ja, DJ Tools sind auch DJ Programme im Prinzip, aber keine klassische DJ Software zum Auflegen, sondern eher eben nützliche Tools, mit der ihr dann eure Mediathek aufbereiten könnt, einzelne Tracks direkt vorbereiten könnt, analysieren könnt und so weiter für eure Gigs, um sie dann eben später im DJ Programm zu nutzen. Oder eben vielleicht auch zum Beispiel mit Standalone-Playern, CD-Playern und so weiter. Deswegen gibt es hier einige wichtige Programme, die wir euch auch noch vorstellen möchten. Rekordbox hatten wir ja gerade eigentlich schon oder doch nicht? Denn eigentlich ist die Antwort jein. Denn wenn ihr Rekordbox DJ besitzt, im Prinzip das DJ-Programm, dann besitzt ihr in Anführungszeichen auch Rekordbox, denn ihr wählt dann einfach bei einem Reiter links oben, ob ihr jetzt eben im Export-Modus arbeiten möchtet oder ob ihr das DJ-Programm haben möchtet. Aber ihr könnt euch zum Beispiel ja auch einfach nur Rekordbox runterladen und installieren. Da habt ihr dann eben kein DJ-Programm, aber ihr habt trotzdem eben Player, Mediathek und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr, sehr abgespeckte Version und dient in erster Linie dazu, eure Mediathek eben vorzubereiten, vor allem wenn ihr mit den CDJs von Pioneer auflegt. Denn eben das Programm ist von Pioneer und genau dafür entworfen worden, gibt es seit 2009 und ja, soll eben dazu dienen, dass ihr eure Library für den Gig vorbereitet. Das heißt, ihr legt Playlisten an, eine Ordnerstruktur, ihr analysiert Tracks, fügt gewisse Informationen hinzu, BPM, Key und so weiter, könnt Cue-Punkte setzen und so weiter und so fort. Deswegen eben könnt ihr das Ganze natürlich entweder nutzen und das Ganze dann exportieren, deswegen heißt es auch der Exportmodus, auf einen USB-Stick zum Beispiel, den dann wiederum in den CD-Player steckt. Oder ihr könnt es dann natürlich auch nutzen, um es in einem DJ-Programm zu verwenden. Ja, das Ganze ist kostenlos. Von daher könnt ihr es euch auf jeden Fall mal runterladen und ausprobieren. Und es funktioniert sehr cool. Und stellen wir euch auch kurz vor. Als nächstes gibt es Mixed in Key. Kommt auch von der gleichnamigen Firma. Gibt es seit 2006. Ist auch sehr verbreitet, sehr bekannt. Und hat eine ähnliche Ausrichtung wie Rekordbox, nur halt, dass da im Prinzip diese Exportvariante wegfällt. Denn hier geht es eher darum, dass sich Mixed in Key an die Mediatheken eurer DJ-Programme anhängt, wie Traktor, Serato, Ableton, iTunes und so weiter und so fort, darauf zugreift. Ihr dann in Mixed in Key eure Tracks analysieren könnt, eben auch wieder Cue-Punkte, BPM, Key, Namen und so weiter und so fort. Könnt ihr eben alle möglichen Parameter manipulieren, auch wieder Playlisten erstellen und so weiter und so fort. Und das Ganze schickt ihr dann in Anführungszeichen wieder an euer DJ-Programm zurück. Denn Mixed in Key funktioniert sehr, sehr gut, auch nicht perfekt. Aber es ist im Prinzip bewiesen, da wurden Tests durchgeführt, dass gerade die Analyseergebnisse von Mixed in Key oft besser sind als die vom DJ-Programm. Deswegen hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und genau, Mixed in Key sagt ja der Name auch schon, dass es sich danach richtet, dass ihr vor allem harmonisch auflegt. Der Preis $58 gibt es natürlich nicht umsonst. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob es euch das wert ist oder nicht. Für Anfänger vielleicht noch nicht unbedingt, aber gerade für Profis, die wirklich noch das letzte Quäntchen aus ihrem Mix, aus ihrer Vorbereitung rausholen möchten, für die ist das auf jeden Fall was. Und es lohnt sich da definitiv mal seine Mediathek durchzujagen, denn oft bekommt man so auch mal nochmal einen anderen Blick dafür sozusagen. BeTunes ist wahrscheinlich der größte Konkurrent von Mixed in Key. Kommt von Tagtraum Industries Incorporated und gibt es seit 2006. Das Ziel ist mehr oder weniger genau dasselbe wie bei Mixed in Key, deswegen auch größter Konkurrent, mit der Ausnahme, dass BeTunes auch sehr gut funktioniert, um gewisse Fehler oder Problematiken, Unregelmäßigkeiten in eurer Mediathek aufzuspüren. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Sowas eben wie Falschnennungen, doppelte Lieder, generell wie die Sortierung in eurer Mediathek ist, das funktioniert auf jeden Fall mit BeTunes sehr, sehr gut. Ansonsten eben auch wieder ganz klar die Analyse der Tracks und die Vorbereitung dieser fürs Auflegen dann später. Und natürlich könnt ihr das dann auch ja wieder zurückspielen in die DJ-Software.
Deswegen, vor allem, wenn ihr sehr, sehr große Mediathek habt, wo ihr langsam ein bisschen den Überblick verliert oder wo ihr eben wisst, da sind einige Fehler mit drin oder Unregelmäßigkeiten, macht es definitiv Sinn, das mal durch BeTunes zu jagen. Der Preis sind $35, auf jeden Fall billiger als Mixed in Key. Insofern eben auch für Anfänger vielleicht wieder nicht ganz so interessant, aber auf jeden Fall, wenn ihr schon so in die fortgeschrittene Richtung geht und vor allem auch eine sehr große Mediathek habt, definitiv ein Investment wert. Kommen wir dann noch zu Keyfinder. Keyfinder ist programmiert worden von Ibrahim Shahd. Verzeih mir bitte, wenn ich den Nachnamen nicht richtig ausgesprochen habe. Und gibt es seit 2011. Das Ziel ist ganz einfach und kurz gesagt, einfach nur die Key-Analyse von euren Tracks. Mehr kann das Programm nicht, aber es ist kostenlos. Es ist eine Open-Source-Software, hat er, soweit wir wissen, programmiert im Rahmen des Studiums oder Ähnlichem und hat es einfach dann frei zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Version gibt es leider nur noch für Mac, aber ältere Versionen gibt es auch noch für andere Plattformen zu downloaden. Kaufen müsst ihr es ja eben nicht. Und die Analyseergebnisse hier von diesem Programm sind auch sehr gut. Und allein eben dadurch, dass es auch überhaupt nichts kostet, solltet ihr es auf jeden Fall mal runterladen. Es ist wirklich sehr simpel. Wir erklären es auch noch in der Praxislektion. Es gibt keine großen Funktionen, aber das, was es kann, kann es auf jeden Fall sehr gut. Beatport Pro als letztes Tool ist von Beatport. Überraschung. Gibt es seit 2014 und ist natürlich im Prinzip eine Programmversion des Stores sozusagen mit noch ein paar Zusatzfunktionen. Deswegen natürlich, man kann über das Programm einkaufen, sehr einfach und schnell, das ist cool. Außerdem könnt ihr natürlich auch hier neue Musik hören, entdecken. Das ist natürlich eben ähnlich wie bei der Website, aber natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher im Programm implementiert. Ansonsten könnt ihr hier eure Library vorbereiten, indem ihr wieder Playlisten erstellt. Und was auch sehr cool ist, ist, dass ihr bei einzelnen Tracks dann noch Informationen runterladen könnt, von Beatport ziehen könnt. Ihr könnt es halt synchronisieren. Dann werden diese Informationen, die Beatport bei sich auf der Seite hinterlegt hat, von diesem Track im Prinzip in den Track reingeladen. Ihr könnt dann außerdem noch Tags setzen an die einzelnen Tracks und sie so markieren im Prinzip. Dazu dann auf jeden Fall noch mehr in der Praxislektion. Und da es natürlich auch kostenlos ist, habt ihr wiederum nichts zu verlieren und solltet es euch definitiv mal anschauen. Vor allem, wenn ihr sowieso regelmäßig bei Beatport einkauft, dann wird es euch mit Sicherheit das Leben deutlich erleichtern. Das sind eben einige Tools, mit denen ihr eure Mediathek auf das nächste Level heben könnt im Prinzip. Was auch sehr wichtig ist, dass ihr eure Tracks, eure Lieder, eure Mediathek sehr gut kennt. Deswegen sind diese Programme wirklich sehr nützlich, eben teilweise auch kostenlos und schaut es euch insofern definitiv mal an. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.